Willkommen bei den Experten, heute wieder mit unserem Goldjungen Michael. Hallo David. Michael, wir wollen über den Goldpreis heute reden, denn der ist in der vergangenen Woche mal wieder unter Druck geraten und notiert auf einem 11-Monats-Tief. Ja, richtig. Letzte Woche ist Gold bis 1.539 Dollar die Unze runtergekommen. Problem ist halt, das ganze erste Quartal war für Gold ein bisschen schwierig. Wir sehen massive Verkäufe. Krisen war gestern gewesen, ist so aus dem Köpfen einiger raus. Ne? Genau. Wir sehen Verkäufe an den Terminbörsen in den USA. Wir sehen sehr viele institutionelle Anleger, die aus den Gold-ETFs in den USA hinausgehen. Haben wir knapp 10 Milliarden fast gesehen, die verkauft wurden im ersten Quartal. Da sah man auch die Zuflüsse in die Aktienmärkte. Genau, Gold raus, Aktien rein. Und nichtsdestotrotz gehen Analysten davon aus, dass die Kurse moderat steigen könnten. Ja, absolut. So, wenn man so Ende des Jahres betrachtet, die meisten Analysten erwarten Ende des Jahres Kurse 1.750 Dollar, die Unze. Also stark ansteigende Preise, aber nicht so stark ansteigende Preise, dass wir die alten Höchststände wieder sehen. Also eher moderates Wachstum. Eher moderat. Wir haben physische Nachfrage wird stärker im zweiten Halbjahr und wir sehen Zentralbanken als Käufer im Moment gerade. Die massiv auftreten, richtig? Ja. Also seit Beginn der Aufzeichnung 1964 haben sie letztes Jahr eine Rekordanzahl an Gold angekauft, sollen aber dieses Jahr neuen Rekord an Ankäufen erzielen. Ja. Dementsprechend würdest du wahrscheinlich aufgrund des moderaten Wachstums keinen Plain Vanilla Optionsschein empfehlen, sondern du hast ein anderes Produkt ausgesucht. Ja, richtig. Wir haben diesmal Discount Call Optionsscheine. Das bedeutet, der Anleger kauft einen Optionsschein, hat einen Basispreis, der ist aber nach oben hin gecapped. Hat so einen Cap auf der Oberseite der Call. Das heißt, er partizipiert auch nur bis zum Cap. Was passiert, wenn der Preis von Gold am Ende der Laufzeit des Optionsscheins unterhalb des Basispreises notiert? Wenn er unterhalb des Basispreises notieren würde, würde der Schein quasi wertlos verfallen. Sollte also der Anleger dann einen Basispreis nehmen, der seinen Erwartungen entspricht und wo Gold halt über dem Basispreis liegen wird, im Verfall. Richtig. Ganz wichtig bei Gold noch zu beachten ist, dass natürlich auch der Wechselkurs eine Rolle spielt. Ja. All das und noch mehr können Sie wie immer nachlesen im Express Trends. Vielen Dank, Michael. Auf Wiedersehen. Gerne.